Ich sitze auf einer Bank im Grünen. Bei mir Markus Beckedahl, Betreiber des Blogs netzpolitik.org, Vorsitzender des Vereins Digitale Gesellschaft, Internetauskenner, Netzversteher. Herzlich willkommen zu einer Stimme. Hi. Markus, welche Partei ist für dich im Moment aufgrund aktueller Netzpolitik unwählbar geworden? Ja, unwählbar geworden ist keine Partei, aber zum Beispiel CDU, CSU kann ich mir seit 15 Jahren nicht vorstellen zu wählen, weil sie aus meiner Sicht eine recht grundrechtsfeindliche und auch internetfeindliche Politik betreiben. Lass uns mal ganz kurz über den aktuellen Datenskandal sprechen. Fühlst du dich als Deutscher mit Blick aufs Grundgesetz eigentlich in deinen Rechten eingeschränkt? Ja, natürlich. Aber wir haben natürlich die Herausforderung, dass unser Grundgesetz in unserem Territorium, also in Deutschland, nur funktioniert oder nur dort gilt, aber unsere ganze Kommunikation international ist. Also wenn ich dir eine E-Mail schreibe und wir sitzen hier nebeneinander, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass diese E-Mail von wahrscheinlich zig verschiedenen Geheimdiensten mitgelesen und vielleicht auch für immer gespeichert wird. Meinst du, dass die Bundesregierung mehr weiß von dieser ganzen Überwachungsgeschichte, als sie im Moment zugibt? Bisher verschanzen sich alle Spitzenpolitiker hinter einer gewissen Rhetorik. Sie sagen, sie haben von einzelnen Programmen wie PRISM oder Tempora nichts gehört. Ich habe nichts damit zu tun. Das glaube ich Ihnen auch, dass Sie halt von diesen Projektnamen nichts gehört haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Bundesregierung nicht wusste, wie unsere Verbündeten im Netz agieren. Das können die doch nachlesen. Die müssen nur meinen Blog lesen. Darüber berichten wir seit 10 Jahren, auch mit vielen zuverlässigen Quellen. Und insofern gibt es so verschiedene Aussagen. Ein Mitarbeiter des Innenministeriums meinte bei der Anhörung im Bundestag, naja, über diese konkreten Programme hat man nichts gehört, aber jeder, der sich mit der Materie beschäftigt, weiß, dass diese Überwachung funktioniert und so passiert. Und auch unsere Bundesregierung legt ja großen Wert darauf, dass unsere Spitzenpolitiker mit abhörsicheren Handys kommunizieren, dass sie möglichst viel verschlüsselt kommunizieren. Das machen die doch nicht aus Spaß. Für dich persönlich, wenn du deine Wahlentscheidung triffst, wie wichtig ist dabei das Thema Datensicherheit und generell Netzpolitik? Also mein Leben spielt sich im Netz ab. Meine Arbeit findet im Netz statt. Ich kommuniziere dort, ich liebe dort, ich konsumiere dort, ich kaufe dort ein. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo komplett mein ganzes Leben überwacht wird, wo komplett mein ganzes Leben für immer von irgendwelchen fremden Mächten in Datenbanken gespeichert wird und die mal in 20, 30 Jahren mehr über mich wissen und das alles auch gegen mich verwenden, als ich jemals über mich erfahre. Was rätst du denn jetzt anderen mit Blick auf die Netzpolitik, wie man seine Wahlentscheidung da abwägen sollte? Also wenn einem die Freiheit wichtig ist, dann sollte man genau hinschauen, welche Parteien sich für bürgerliche oder Freiheiten, welche Parteien sich für Grundrechte generell einsetzen. Das sind nicht alle. Und man sollte natürlich auch so eine kleine Risikoanalyse machen. Also CDU, CSU, da spielt mehr Überwachung, mehr Kontrolle eine größere Rolle als irgendwie Grundrechte und ein freies Internet. Das ist immer so ein Abwägen, das da genau stattfindet. SPD ist zwar gerade rhetorisch sehr irgendwie gegen die Regierung, gegen diesen Überwachungsskandal, aber bei der SPD hat man immer das Gefühl, das sind die Ersten, die alles wegschmeißen, wenn sie an die Macht kommen können. Bleiben noch FDP, Grüne, Linkspartei. Na, Piratenpartei hast du noch vergessen. Piratenpartei, stimmt. Genau. Die setzen sich alle mehr oder weniger für Grundrechte ein. Das hängt auch teilweise an einzelnen Personen. Ne? Ja. Also bei der FDP, Leuthäuser Schnarrenberger, halte ich für eine sehr glaubwürdige Kämpferin für Grundrechte. Das Problem ist, man wählt halt noch Rainer Brüderle und Guido Westerwelle mit. Das muss halt jeder für sich selbst abwägen. Bei den Linken gibt es auch sehr gute Verfechter von Grundrechten, aber man wählt halt auch noch so ein paar alte Stasi-Kader wahrscheinlich auch noch mit. Grünen sehen viele als kleinste Übel an, die sind halt rhetorisch auch sehr gegen Überwachung, da weiß man aber auch nie aus den Erfahrungen mit Rot-Grün ab 2001, ob sie jetzt alles mit der SPD mittragen würden, wenn sie überhaupt an die Regierung kommen. Und bei den Piraten hat man eher so das Gefühl, naja, irgendwie sind sie gegen Überwachung, aber man weiß jetzt nicht so genau, ob sie es auch liefern können, wenn sie mal in einer Fraktion im Bundestag sitzen. Wenn du jetzt den PRISM-Skandal für deine Eltern erklären sollst, wie würdest du das machen? Das ist die komplette Totalüberwachung unserer digitalen Kommunikation. Das war Markus Beckedahl bei Eine Stimme. Danke. Danke.